Die Bauarbeiten für das Einkaufszentrum der Schwarzer Stadtgalerien haben begonnen und damit grüß Gott und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf nach Schwarz. Durch die Bauarbeiten beim ehemaligen ATW-Areal gibt es eine neue Verkehrssituation. Betroffen ist vor allem die Wopfner und die Bundesstraße. Die Details dazu weiß Verkehrsreferent und Vizebürgermeister der Stadt Schwarz, Michael Kirchmeier. Mit Baubeginn des neuen Einkaufszentrums am ehemaligen Austritterbach-Areal muss die Bundesstraße mehrmals verlegt werden. Bis zur Fertigstellung im Sommer 2012 wird die B171 von der Steinbrücke bis zur Kreuzung Barbara-Brücke eine Baustelle sein. Im Büro von Stadtbaumeister Gernot Kirchmeier trifft sich Vizebürgermeister und Verkehrsreferent Michael Kirchmeier, um die nötigen Bauschritte auf der Bundesstraße zu besprechen. Ja, der Neubau des Einkaufszentrums erfordert drei Phasen der Verlegung der Bundesstraße. Die Bundesstraße wurde bereits, Phase 1 wurde bereits umgesetzt. Die Bundesstraße wurde Richtung des zu bebauenden Areals verlegt. Die Phase 2 wird dann so in etwa Anfang Oktober umgesetzt werden. Diese Phase ist eine Phase, wo sich dann erstmals die Straße Richtung Allee verlegt, beziehungsweise auch ein Schwenk noch weiter in das zu bebauende Areal erfolgt. Die Phase 2 wird in etwa bis Mitte November gehen und Mitte November soll dann die Phase 3 beginnen, die dann über ein Jahr so verbleiben wird. Das wird dann ein noch stärkerer Schwenk in Richtung zu bebauendes Einkaufszentrum sein. Es geht immer nur um Verlegungen der Bundesstraße in Richtung des neu zu bebauenden Areals beziehungsweise heraus in die Allee. Das bringt mit sich, dass eben das Profil der Straße sich etwas verändert. Für die Verlegung der Bundesstraße werden die Bäume entlang der Innenallee gefällt. Insgesamt betrifft es 60 Kastanienbäume. Die 60 Bäume, die gefällt wurden, werden zur Gänze ersetzt. Wir werden nicht kleine Bäume setzen, sondern große Bäume setzen. Da herrscht bereits Einigkeit und Zustimmung mit der Berghofer Privatstiftung. Wir werden die Allee zumindest einhüftig zur Gänze ersetzen können und wo es möglich ist, auch zweihüftig. Im Zuge der Bauarbeiten wird es auch weniger Parkplätze geben und in der Tiefgarage soll die bisherige zweistündige kostenlose Parkdauer verkürzt werden. Es fallen auch Parkplätze weg. Wir sind intensiv dabei, neue Parkplätze zu erschließen. Da es an diesem Ort nicht möglich ist, wird man dann schauen müssen über Regelungen, vielleicht Königsfeld-Parkplatz, beziehungsweise, dass man dann auch an der Marktstraße eine andere Regelung andenkt. Wir werden die Parkzeit in unserer Parkgarage, die Gratis-Parkzeit, um eine Stunde verkürzen, um eben eine höhere Drehung herzustellen. Das bedeutet, es werden mehrere PKWs in dieser Tiefgarage Platz finden, da eine höhere Drehung entsteht. Die Bundesstraße ist derzeit zweispurig. Im Jahr 2012 mit der Eröffnung des Einkaufszentrums soll sie dann eine Fahrspur mehr haben. Die neue Bundesstraße wird ja durchgängig drei Spuren aufweisen. Das ist deshalb notwendig, damit wir keine Linksabbieger auf der Bundesstraße haben, sondern die Linksabbieger würden alle so erfolgen, dass sie unter die Bundesstraße hineinführen, damit eben ein flüssiges Verkehrskonzept entsteht. Die Koordination des Fließverkehrs während der Bauphase ist eine enorme Herausforderung. Aufgrund dieser Maßnahmen ersucht die Stadtpolitik die Bevölkerung im Sinne des Schwarzer Prestigeprojektes um Geduld. Die 14. Schwarzer Radsporttage waren ein voller Erfolg und der Schwarze Seniorenbund freut sich über ein Jubiläumsmitglied. Alles dazu jetzt in unseren Stadtnachrichten. Großer Tag für die Ortsgruppe Schwarz im Tiroler Seniorenbund. Mit dem 59-jährigen Juristen Hubert Orgler ist das 500. Mitglied aufgenommen worden. Ich habe den Verein vor vier Jahren mit 335 Mitgliedern übernommen. Für uns ist das natürlich ein Riesenerfolg, für 500 Mitglieder zu arbeiten, ihnen versuchen, die Freizeit mitzugestalten, ihnen eine Unterkunft zu bieten und dass sie in der Gesellschaft teilnehmen können. Und das ist für uns ein wesentlicher Punkt in unserer Arbeit. Dass ich als 500. Mitglied aufgenommen werde, bedeutet für mich Freude. Es ist ein Jubiläum, das mich für Seniorenbund, für deren Obmann Walter Ecker und auch für mich Freude bedeutet. Der Schwarzer Seniorenbund ist mit seinen 500 Mitgliedern somit hinter Innsbruck die zweitgrößte Ortsgruppe im Tiroler Landesverband. Die Schwarzer Radsporttage waren bei ihrer 14. Auflage ein voller Erfolg für den Veranstalter, dem Radteam Tirol. Nachdem Staatsmeister Martin Comploy das Altstadtkriterium gewinnen kann, jubelt das Radteam Tirol auch beim Straßenrennen über einen Sieg. Nach 158 Kilometern sowie großer Konkurrenz gewinnt Staatsmeister Harald Starzengruber im Sprint das Rennen um den großen Preis der Stadt Schwarz. Ja, es war ein enorm schnelles Rennen.
ein kontrolliertes Rennen von den großen Mannschaften. Das Team von Radlberg und die Welser Gourmet-Fein-Mannschaft hat natürlich geschaut, dass keine Gruppe weggeht. Dadurch ist natürlich das Tempo enorm hoch geworden. Ich habe natürlich meine Mann in Vierer geschickt, dass die das Rennen ein bisschen kontrollieren für mich, dass da keiner wegkommt. Und ich habe schon gesehen, ja, die großen Mannschaften lassen nicht keinen weg. Die wollen auch eine Sprintentscheidung. Die Taktik ist voll aufgegangen von mir und von unserem Team natürlich auch, weil die haben natürlich geschaut, dass ich in den letzten 500 Meter noch vorne reinkomme. Und ich hab das natürlich umsetzen können, dass ich dann so souverän gewinne. Das hätte ich mir auch nicht gedacht, aber der harte Kampf hat sich ausgezahlt. Nach diesen großen Erfolgen bei den Heimrennen plant das Schwarzer Radteam schon für die Zukunft. Der Profizirkus ist das Ziel. Mit den nötigen Sponsoren will man sich um eine Kontinentallizenz bemühen. Im nächsten Jahr sollten dann die Radteam-Tiroler-Fahrer bei internationalen Rennen über Auslandserfolge jubeln. Die Verhandlungen für eine Profilizenz sind im Gange. Es war wieder einiges los in Schwarz. Was sich in den nächsten 2 Wochen tut, das sehen Sie wie gewohnt im Programm von Tirol TV ab dem 8. Oktober. Da berichten wir dann unter anderem über eine Veranstaltungsreihe rund ums Älterwerden. Auf Wiedersehen aus der Silberstadt.